this one. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Ready? Frühstück. Sorry? I'm gonna go to the city, Krabi. That's a camera. Oh, good. Canon, yeah. Canon. Canon, yeah. Yeah, Canon. Pretty good. I love, yeah. Ja, sehr nett hier die Leute auf jeden Fall. Ich bin jetzt hier auf dem Weg zum Taxi. Ich möchte mal in die Stadt fahren heute. Und gerade richtig geiles Frühstück gehabt, also das Buffet ist hier, ist echt der Wahnsinn. Es gibt alles, es gibt frisches Obst, Gemüse, Eier, Bacon, sogar schon gebratene Nudeln in der Früh, also echt Hammer. Und schauen wir mal, was es in der Stadt so gibt. Bin auf jeden Fall gespannt. Und ja, mal schauen, was ich da heute so finde. Ich nehme auf jeden Fall mit. Die Getränke hier sind echt unglaublich günstig, ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber der kostet hier einfach mal, ich meine, das ist genau 18. Hier die Cola, einfach mal. Die kostet 17 Baht, das heißt, sind umgerechnet 20 Cent, 25 Cent vielleicht. Hier ist so eine Flasche, wo bei uns locker 2 Euro kostet. Das ist echt richtig günstig in Thailand. So, also ich habe mir jetzt gerade eine SIM-Karte gekauft, dass ich hier auch telefonieren kann, falls irgendwas ist, gerade beim Rollermieten, weil ich will mir mal einen Roller mieten, da gibt es oft Probleme, deswegen kann mal sein, dass man Botschaft anrufen muss. Auf jeden Fall ist ganz praktisch. Ich laufe jetzt auf jeden Fall mal zum Strand, sieht man hier vielleicht schon. Und ja, was ich noch sagen wollte, es sind übrigens 20 Baht, sind 50 Cent Range in hier. Also keine 20 Cent, 50 Cent. Trotzdem immer noch billig für eine Cola. Und ja, jetzt schauen wir mal am Strand, was hier die Ausflüge so kosten. Schön hier am Strand auf jeden Fall. Gefällt mir richtig gut, auch wenn hier ein bisschen viel Verkehr ist. Gerade ein recht witziges Erlebnis gehabt, das wollte ich eigentlich erzählen. Hier an einem Ticketstand gewesen, wo man so Bootstickets kaufen kann. Da waren ein paar Leute angestanden und ich frage halt einen so auf Englisch, oder fang halt an auf Englisch irgendwas daher zu stammeln. Und einfach seine erste Frage: Deutscher? Ich so, ja, dann lass es doch so machen. Richtig cooles Erlebnis auf jeden Fall hier schon mal. Gibt mir richtig Selbstvertrauen für mein Englisch und ja, alle ohne Helm, ist echt krass. Und ja, jetzt werden wir schauen, was das hier alles so kostet, Bootstickets und Taxen. Dann geht's mal nach Krabi. Denk mal, da wird es noch mehr zugehen wie hier. Echt heftig. Every
Ja, das ist jetzt also Krabi. Bin gerade mit so einem kleinen Taxi hergefahren, so sitzt man so hinten auf der Ladefläche, Pickup. Und ja, hier ist so ein buddhistischer Tempel. Sieht echt beeindruckend aus. Müssen wir mal gucken, ob man da drin überhaupt filmen darf, beziehungsweise ob ich da überhaupt rein darf, so wie ich angezogen bin. Weil da gibt es ziemlich strenge Regeln, auch für Touristen. Allgemein, weil hier die Mehrheit in Thailand ist buddhistisch und da gibt es einige Regeln, die man beachten muss. Das sind zum Beispiel auch solche Sachen, man darf nie jemanden am Kopf berühren, das gilt als sehr unhöflich, weil der Kopf das Heiligste ist beim Buddhismus zum Beispiel. Es gibt viele solche kleinen Fettnäpfchen. Und ja, mal schauen, ob ich da überhaupt rein darf. Wenn ihr reinkommt, seht ihr es gleich, wenn nicht, dann halt nicht. Und es ist echt hier, es ist so unfassbar heiß hier, wirklich. Also ich glaube 35 Grad mindestens. Echt krass, wenn man vom Winter herkommt, wirklich, man ist nur durchgehend am Schwitzen, wirklich auch in der Nacht, das ist Wahnsinn. Aber gut, das ist jetzt auch Beschweren auf hohem Niveau, muss man sagen, weil ich wollte ja schließlich ins Warme. Also, selber schuld. Wir sind in unserem Tempel. Ja, fällt mir gut.